Länderspielpause heißt auch Ligapause, was nicht heißt, es findet kein Wettbewerb statt. Landespokal ist das Zauberwort. In Sachsen gab es hier mal wieder eine besondere Situation. Im Vorfeld des Spiels, frisch auf Wurzen gegen Drittligist Dynamo Dresden, gab es Informationen, wonach sich gewaltbereite Fußballfans aus dem Raum Leipzig organisieren würden. Daraufhin verlegte der Sächsische Fußballverband die Partie erst nach Eilenburg, dann nach Pirna, um am Ende in Dresden auf dem Gelände SC Bohr zu landen. Gut 200 Wurzener Fans waren mitgekommen in den Jägerpark im Dresdner Norden. Frisch auf Wurzen, das Team in Blau aus der 7. Liga bestand die Anfangsphase zunächst ohne Gegentor. In der 10. Minute Aslan mit dem Schuss, Toter Herber muss prallen lassen und Julius Kade mit der Führung für den Favoriten. Nur 2 Minuten später erhöhte Ahmed Aslan auf 2:0, damit war das Spiel praktisch entschieden. Dynamo im Vergleich zum letzten Ligaspiel auf 10 Positionen verändert, nahm die Aufgabe ernst, führte zur Pause mit 5:0 und baute den Vorsprung in Hälfte 2 weiter aus. Den Schlusspunkt setzte Jan Scherbakowski mit seinem 3. Tor zum 11:0 in der 86. Minute. Dresden damit souverän im Achtelfinale des Sachsenpokals.